Ja, hallo. Guten Abend. Servus, Anna. Hast du gut hergefunden, ja? Ja, nicht so wirklich, aber egal. Okay, komm, gehen wir mal rein. Anna, läuft du gern barfuß rum, oder? Ich komme gerade vom Feld. Ach so. Ja. Kein Problem. Du könntest auch einfach durchlaufen, gell? Was? Du könntest einfach durchlaufen. Also, du hast dich ja dann heute gemeldet, ne? Mhm. Ich hoffe, bei dir ist wieder alles soweit im Lot. Mhm. Perfekt. Genau, also wie gesagt, wir haben uns alle ja miteinander besprochen und wir haben gesagt, wenn du Bock hast, dann könnten wir dich heute einladen ins Business und dann könntest du bei uns mit am Start sein. Das ist cool, danke schön. Willkommen. Willkommen, Anna. Ja, danke schön. Herzlich willkommen, Anna. Herzlich willkommen. Ja, Happy Birthday. Nee, das war Geburtstag. Warte, wie ist das? Das war Geburtstag, ja. Ja, herzlich willkommen. Jetzt spielen wir erstmal eine Runde. Der Fuchs dann willkommen, geht Bruder. Um. Der Fuchs geht um. Ja. Ja. Nee. Butter auf den Boden. Jungs. Und auf dem Boot, hallo. Mensch, das war von Business. Oder? Ganz ruhig, ey. Hey. Entspannt euch mal, was ist mit dir? Das, Jungs, das ist ein Prank, ich weiß es. Das ist ein Prank. Das ist bestimmt der Josh. Ey, Ricky? Ja? Leider nicht komplett dicht. Guck mal da drüben im Hochhaus, siehst du da was mit dem Fernglas? Warte mal. Welche Etage? Wow. Oh, warum machst du sowas? Hey, was? Was soll das? Ich wollte Joshi schlagen. Meinst du die Olle da oben, oder was? Ja, ganz oben. Schau mal. Das kriegst du zurück. Ist mir egal, ob du Zweifel bist oder nicht. Also was? Kannst du den mal bitte tasern, damit er sich beruhigt? Joshi. Geil dir. Ja, bitteschön. Dann kannst du gerne mal ein neues Kali-Mitglied begrüßen. Zu deiner Linken. Wo? Hinter dir. Ricky, ehrlich? Hey. Nein, Quatsch. Andere Mann. Und Jungs, was treibt ihr jetzt so? War nicht viel, wir waren gerade hier im Gespräch noch. Wozu machst du mir Nachlativ? Wir wollten kurz was erzählen. Seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1, let it rap. Let it rap. Stark, gib den Bullen. Batschen, Bullen, Batschen. Oh. Oh. Dimi. Sieht nicht gut aus für dich. Dimi, Yoshi hat aber krasse Technik drauf, ja. Oha. Technik wäre. Oh nein. Eine Polizeischule hat auf jeden Fall nicht aufgehört. Jawohl. Oha. Was ist das denn bitte, Digga? Jetzt ist es gleich vorbei. Oh, da die Arme. Dimitrons, du hast mich wie ein Schwein gerade. Er rennt weg, Digga. Da ist schon. Er liegt einfach. Geklärt, okay. Ja. Gut gekämpft. Guter Kampf auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich war auch schon warm. Ich habe ja schon meinen Kampf eben vor 10 Minuten gehabt. Ja, ich kämpfe hier noch mit dem Taser, mit dem Knüppel. Ja. Aber Dimi, du hast gerade echt wie ein Schwein geatmet, war das schon klar, oder? Super. Super hast du gemacht. Die Zuschauer mal kennen. Super. Super hast du gemacht. Ganz toll. Hoch die Jungs. Daumen, jawohl. Alle weiter so. Super. Ich glaube, Dimi hat wieder Wodka getrunken. Super. Super. Hey. Super hast du gemacht, Sheriff. Hey. Super hast du gemacht, Anna. Super. Super, relativ. Super. Schön, dass dein Daumen hoch hat. Ja, ich kann einfach super machen, Alter. Ja, manchmal ist es hier. Ey! Dimi bockt einfach jeden. Super hat das gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, es war nicht schlecht für einen Anfänger. Weiter zu. Danke. Weiter zu, habt ihr gut gemacht, ehrlich. Kennt ihr schon den Cobra? Ich bin immer noch treu. Aber sieht dann Uniform aus. Scheiße.
Oh, er macht die Kobra, guck mal. Ich fresse euch gleich alle auf, ich beiß euch. Ich kann euch beißen, wenn ich will. Ricky, komme. Das ist Bewusstsein, Jungs, reines Bewusstsein. Mit dem Hüft bewegen, zack, zack, zack. Wir müssen die sagen, Achtung. Dimi. Ja. Burkhard war oben, Paletto, ne? Paletto, ja, auf jeden Fall. Dimi, can't you see? Sometimes it's bad to hypnotize me. Ah, der wollte mich überfahren. Stell dich mal hier hin, dass wir kurz ein Foto machen können. Das geht. Auf die Plätze, fährst los! Man, aber einfach. Diago. Ihr seid aber jetzt ein bisschen früher gestartet als wir, ne? Egal. Also, wir machen wir Wettrennen? Da müsst ihr schon aufpassen, gell? Ja, wir machen Wettrennen. Unter uns. Alter, du kannst jetzt noch entscheiden, unter uns drei. Junge, geh weg! Diago und Diego sind besoffen. Das wisst ihr aber nicht. Nein, die haben bestimmt was im Dienst getrunken, ich weiß nicht. Dreh dich mal um. Rocky, dreh dich mal um. Ich schieß. Darauf, Rocky, wir warten hier. Und chill. Nein, das ist Spaß, ey. Okay, komm. Wartet. So, 3, 2, 1, fertig, los. Go. Wo ist denn die Zeit? Ich hab gewonnen, die kleinen Pizza. Oh, das war... Wow, du warst sehr laut. Erster. Hey, wie seid ihr denn da hingekommen? Ich sag gleich Taxifahrer Bescheid, er soll noch anschicken. Ah ne, muss ich Dispatch machen, warte mal kurz. Oh, das ist unser Taxi. Der hat gesagt, dass sie so heißt. Vielleicht hat sie mich doch angekommen. Sicher, unser Taxi. Mal gucken, wer das ist. Nee, ist kein Taxi. Oh, da sind schon zwei drin. Oh, das ist meine Ariel, glaube ich. Ey, die ist einfach... Die nimmt andere Leute mit. Das ist kein Taxi, da sind Gangleader drin. Oder? Ach so. Doch, warte mal. Servus. Ja. Was geht, ey? Alles quitt? Wie viele Leute fahren jetzt mit? Wir sind insgesamt vier, aber ich glaube nur drei können halt, ne? Ja, technisch nicht möglich. Ich denke, nee, das ist schon klar, ne? Scheiße, ich wusste ja nicht, dass die Jungs entweder zweimal fahren. Vielleicht oder kannst du ja. Diago und Diego müssen auch wahrscheinlich noch mitgenommen werden. Ist denn noch deswegen ein? Ich muss sie erstmal anrufen. Nicht an der Zentrale, aber wir können nochmal zurück und eine Limo holen. Das wäre super, wenn das machst. Aber Hallo ist jetzt schon weggelaufen. Jo, den sammeln wir ein. Bis okay, gleich. Sag bis gleich. Bleibst sie doch. Sie wird Dings... Jetzt aber, jetzt. Hallo. Jetzt ratschet sie aber aus hier. Ja, okay. Jetzt geht's los. Steigt ein, Leute! Let's go party! Was geht, Herr Fahrer? Rakim sitzt bei der Limousine vorne. Natürlich. Alles gut bei euch? Lief nicht eben Musik? Ja. Kannst du anmachen, ruhig. Wir haben Party. Ah, hey, ist also. Ariel nicht hier? Ne. Ach, das war eine Limo. Ich dachte, Ariel fährt uns. Kann ich wieder aussteigen? Ja, ich nein, hab alle. Nein, Spaß. Warum so mad? Warum bin ich mad? Du bist so... Oh. Nein. Du bist ziemlich ernst für deine Persönlichkeit, du bist okay. Seit wann fährst du ein Taxi? Ist das überhaupt ein Taxi? Ja. Schon, ja. Gell? Special Taxi. Papi. Oh Gott, bitte mach die Musik aus. Bitte mach's aus. Oh mein Gott, bitte mach's aus. Ich spring gleich vom Auto raus. Ich sag's dir. Warum das? Meine Fresse. Habt ihr gesagt, wohin ihr wollt? Nö. Okay. Aber wir fahren richtig.
Oh, Hilfe, mein Kopf. Brauchst du Paracetamol? Paracetamol. Was? Paracetamol. Brauchst du das? Ich verstehe kein Wort, was du sagst. Paracetamol. Auf damit. Hey, Fahre, wie heißt du eigentlich? Wenn ich fragen darf. Hallo. Wie bitte? Hallo. Hallo. Hallo heißt du. Hallo, Ariel. Geil. Hallo, Ariel. Hi. Hallo. Hörst du mich? Ja, du mich? Ja. Nice. Ich schrei voll laut, ne? Hallo, Ariel. Ja. Hallo. Hi. Die Mädchen, ich höre euch alle. Ich habe ein Fan. Hallo. Das ist aber eine schöne Limousine, wo du dran sitzt. Ich liebe den Typen jetzt schon, ehrlich. Oh mein Gott. Aufpassen, hallo. Hallo, nee. Ariel, hallo. 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 Hallo, reiß dich mal zusammen, ja? Nee. Was? Reiß dich mal zusammen, wie gesagt. Ich schmeiß dich aufs Taxi, ne? Nee. Ich schwör's dir. Ja, ich hab's dir gesagt. Was passiert hier? Ist gut, wir nehmen dich hier mit. Da einsteigen. Dankeschön, ey. Das ist ja High Class Private und so, ne? Ja, ja. Dankeschön, Ariel und Meerjungfrau. Nee, ich bin mit dir zufrieden. Ariel und Meerjungfrau. Oh, genau. Jetzt kannst du an Musik laufen, was du möchtest. Ich bin Rocky. Keine Ahnung, Mann. Ich hab zwei Persönlichkeiten. Ui. Leider, ich bin schizophren. Okay, und die andere ist? Nur nicht so laut, wenn es geht. Das ist gerade Percy, der redet, der andere ist Rakim. Percy. Das ist Rakim, verstehst du? Egal. Okay. Und das ist Percy gerade. Ich kann. Bist du in der Freizeit in einem Rollerblades-Verein? Was für ein Ding? In einem Rollerblades-Verein? Rollerblades? Ja. Yeah. You don't have to tell me something about Rollerblades. Jetzt ist es laut. Wo willst du eigentlich hin, sag mal ehrlich? Ich hab du markiert. Okay, perfekt. Du musst nur ein bisschen genau hingucken auf deine Navigator. So. Entschuldigung. Alles gut, Thiago, guck also doch einfach mal genau. Mein Gott. Meine Fresse. Ehrlich. Ich reite ohne aber ich muss sagen, der Fahrer ist. Du bist viel angenehmer wie der andere Kollege. Der Hallo, wie heißt der? Ja, Hallo. Und sonst so? Wie war der Tag? Hallo, ja. Ey, so lass mich Smalltalk machen. Hey, könnt ihr mich hören überhaupt da vorne? Ja, klar, wir können hören da vorne. Wie heißt der Fahrer von euch? Hallo oder so, gell? Der andere. Hallo, ja. Und wie heißt du der Fahrer? Tschüss oder was? Ja. Echt? Heißt du Tschüss? Hallo, Tschüss. Ehrlich, ohne Worte. Meine Fresse. Aber du hast vorhin was von Rollerblades gesagt. Mhm. Erzähl mal, wie ist deine Erfahrung mit Rollerblades? Ich wollte damit auf die Schnauze, ehrlich. Bist du auf die Schnauze gefahren? Ich gebe dir meinen Workshop. Oh, über ja, Rollerblades. Aber wem gehört die Limousine überhaupt? Geschäft, ja. Oder? Dir gehört die Limousine? Nee, dem Chef. Dem Chef, gell? Ich hab's gewusst, ey. Ja. Ariel, wo... Heißt ja. Du Ariel, oder? Ja, ich heiße Ariel. Wie kommt es zu Ariel überhaupt? Das musst du meine Eltern fragen. Kommst du unter Wasser, oder was ist los? Ja, ich bin im Meer geboren. Bist du im Meer geboren? Wenn ich ins Wasser komme, kriege ich einen Schwanz. Wie soll ich das jetzt verstehen, Ariel? Wenn du ins Wasser kommst, bekomme ich was ganz anderes. Wenn du ins Wasser gehst, kriegst du einen Schwanz, oder was? Habe ich es richtig verstanden, meine Fresse, was ist denn hier los? Ich bin übrigens Thiago, ne? Grüß dich. Ach, Scheiße. Oh, Thiago, tschüss. Thiago, tschüss. Thiago, tschüss. Krass. Genau. Ihr seid echt menschlich gesehen, seid ihr echt okay? Korrekt so, weiß ich mein? Ja. Ihr könnt mich mal öfters abholen in Private. Ich gebe euch Private Class in Rollerblades. Oh. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Genau. Also ich habe gehört, Taxi geht auf euren Nacken zu. du weißt schon, dass du verpasst hast. Ja. Ich hab's verpasst, ehrlich. Ja, natürlich ehrlich, hast du. Sag mal, was ist los mit dir? Fahrer, ich geb dir auch ein Private Class in Navigation aufpassen zu fahren. Ja. Genau. Einmal links reinfahren, genau. Aufpassen. Naja, ihr wollt Go-Kart fahren, ne? Ne, wir haben schon. Ich hab gewonnen. Das ist doch schön. Ist nicht noch jemand genau. Ey, Ariel und wie heißt du? Ja, tschüss. Genau. Ich küsse euer Wesen von unten ja, bis ich glaub, unten. Ja, alles gut.
Okay, danke. Ja. Danke fürs Fahren. Aber ja, ich gerne. Ich lass mal ganz kurz rauskommen, ich wollte dich was fragen. Ich hatte jetzt ein ganzes Limousine nur für mich. Geile Sache, ey. Geil.